guten Abend hier wieder zurück. Ich bin der Olaf von der Wisscompany und sagen wir machen euch heute. Ja, in der letzten Folge hatten wir was von einer und haben neue Skripte eingeschaltet. Die sollen wir auch in unser wunderschönes, ja, geliebtes kleines Busnetz einspeisen. Es sind so viele Menschen hier, die sich an Gold Island erfreuen. Das hat mich inspiriert und ich habe eine Idee. Wir könnten auch Greenwood verbinden. Dort leben viele Menschen, die auch Zugang zu Gold Island haben sollten. Großartige Idee. Und sie gibt uns die perfekte Gelegenheit, auf die andere Seite der Bucht zu expandieren. Endlich muss ich nicht mehr selbst fahren. Moment, wo ist mein Hut hin? Letzte Nacht hat meine ältere Enkelin der Kleineren eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Sie kann noch nicht lesen, also hat sie sich anhand der Bilder eine Geschichte ausgedacht. Das war so süß. Ich
Es ist wunderbar, dass Ihre Busse bis zur Stadt verkehren. Ich muss zum Arzt. Und Ihre Busverbindung passte einfach perfekt. Ich habe mich letzte Woche nicht gut gefühlt. Das war, nachdem ich angeln war. Ein toller Tag. Sonnenschein und glasklares Wasser. Meine Frau meint, das war die Sonne. So lange im Boot auf dem Wasser, da kann einem schwindlig werden. Waren Sie schon mal angeln? Mist! Ich hätte nie gedacht, dass mich mein Professor das fragen würde. Meine Enkel haben mir erzählt, dass die Universität sehr tierfreundlich ist. Wann Baron Blades nächstes Spiel veröffentlicht wird. Das ist die Lieblings-PC-Taste der Stadtreinigung. Die Leertaste! Ich hab nicht aufgepasst. Thank you.
italienischen Restaurant gibt es die beste Pasta der Stadt. Ja, wenn du mit Namen sagst, könnte ich da auch gerne mal essen gehen, ne? Die Reaktion der Menschen in Greenwood auf die neue Route war überwältigend. Jetzt müssen wir unser Streckennetz noch weiter verbessern. Mehr Busse, bessere Haltestellen. Das alles trägt zum Aufbau einer soliden Infrastruktur bei. Sie. Na klar, hier, bitte. Moment. Na ja. Hier. Morgen soll es schön werden. Wollen wir was unternehmen? Jenny Drive, Endstation. Bitte alle aussteigen. Läuft wie so ein Zombie über die Straße. Und das aus von Indiana Jones, ja. Höchst passiert. Schön. So. Wir haben keine Zeit zu verlieren, wir haben einen straffen Fahrplan zu halten. Thank you.
Gelenkbus kaufen. Okay. Wir machen es anders.
Die Pizzen im neuen italienischen Restaurant sind riesig. Gestern war ich mit Fisch Kaffee trinken. Sie ist wunderbar und weiß so viel über das kulturelle Geschehen. Wir sind auch ganz kurz zum Bus, ja. Bessere Stufe von Greenwood auf 2. Da machen wir direkt eine neue Route. Route wählen. Route erstellen. Ich mache das normal. Ohne wie sagen, machen wir hier eine schöne Route. Hier so eine Route, die durch den kompletten Bezirk geht, ist immer praktisch. So, nochmal Route W. Das ist die Route 8. Jetzt fahren mit dem MAN Line City 8. Na klar. Was? Ach so, ihr. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Hier. Oh, nein. Ich hab sie vergessen.
das ist eine gute, gute Idee, weil man so schnell verdrängt ist, jetzt die Route zu fahren. Ich weiß nicht. Wird schon schief gehen, da ist das Interessante. Linker Kopf. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ticket, Tageskarte. Danke. Ich bin auf dem Weg zu meiner Oma. Sie ist schon sehr alt, aber sie beklagt sich nie. Sie ist immer gut drauf. Gestern habe ich so ein Obst probiert. Jackfrucht? Nein, Jackfrucht. Schmeckt wie eine Mischung aus Banane, Ananas, Mango und Melone. Könnte man einen Einfrucht-Smoothie draus machen. Im neuen italienischen Restaurant gibt es die beste Pasta der Stadt. Eine Fahrkarte, bitte. Das Wetter ist einfach wundervoll. Ich liebe die Sonne. Danke. Einfache Fahrt, bitte. Danke. Klonfabrik im Untergrund. Ich will nicht sagen, aber... Ich hoffe, irgendwann mal bei Baron Blade zu arbeiten. Thank you.
Fahrkarte, bitte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Bitte. Ich hab sie verloren. Hier ist sie. Hier. Was? Klar, ach so, hier. Augenblick. Klar, hier. Da. Hier, bitte. Ich hätte den Bus fast verpasst. Und hab dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Ah, hier, bitte. Letztes Mal haben sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Dieses Mal habe ich definitiv die richtige. Ich kann so nicht aussteigen. Nur hin, bitte. Hallo. Danke. Thank you.
Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Hier ist sie. Moment, bitte. Ist das Foto meiner Katze? Na klar. Sie ist Nazi. Was? Ach so, hier. Oh, tut mir leid. Hier. Ich muss sie klar hier. Klar. Letztes Mal haben sie mich Kyle rockt den Country-Jodel-Part in dem neuen Lied so richtig, so emotional. Ohne meinen Kaffee morgens bin ich wie ein Zombie. Zum Glück gibt es einen Yachthafen-Café in der Nähe. Einfache Fahrt, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Bitte. Hi. Nein. Hallo. Ich fand das Ganze gar nicht witzig. Okay. Danke. Hast du gerade den Typen gesehen, der mit seinem Hamster in einem Ballgasse gegangen ist? Ich wünschte, ich hätte heute Urlaub. Und schon wieder eine Runde den Klimaring fahren. Thank you.
wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da werden wir wahrscheinlich dann das dritte machen. Besitze eine Route durch drei Stadtteile mit mindestens Stufe 2. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bin raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Der Olaf, freut sich schon mit euch dann die nächsten Touren wieder durchzustarten. Ne? Haut rein!